Ilse. Flo, bist du wach? Nö. Oh Mann, ich will noch gar... Oh Gott, mein Riese. Oh nein, Hilfe. Was? Aufstehen, meine kleinen Engel. Habt ihr gut geschlafen? Die Engelin ist da. Ja, wir haben gut geschlafen. Dankeschön, Dankeschön. Haben Sie auch gut geschlafen, Ma'am? Euer erster Arbeitstag steht an. Seid ihr bereit, ein paar Leben zu verbessern? Du bist bereit, ein Engel zu werden heute? Yeah, yeah, wir sind sowas von bereit. Wir wollen Baby-Engel werden. Wunderbar, dann kommt doch nach unten. Ihr bekommt dann eure Sachen. Oh, ja, cool. Wir bekommen unsere Flügel. Wir bekommen unsere Flügel. Ja, ich werde ein Engel. Ich will endlich Flügel haben. Oh mein Gott. Yes. Oh, ich stecke in der Treppe fest. Ha, dann wird zu dick für den Himmel. Warte, wie kommen wir jetzt runter? Vielleicht müssen wir nach draußen. Guck mal, hier ist eine Tür. Oh, hier geht's nach unten. Bist du da? Yes. Yeah. Okay, hier raus. Oh mein Gott, Leute, wir sind im Himmel. Ladies and Gentlemen, damit erstmal Ahoi und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Flo und ich sind heute als Engel im Himmel unterwegs. Oh, ist das nicht cool. Aber pass auf, wir können nicht fliegen. Das ist lustig. Nein, wir können doch nicht fliegen. Stimmt, wir müssen erst unsere Flügel abholen. Hier vorne wahrscheinlich. Du kannst fliegen, aber nur runter. Hi, Ma'am, schönen guten Tag. Also, wo sind unsere... Oh, hier ist eine Truhe. Die ist passwortgeschützt. So, da wären wir. Hier sind eure Flügel und eure Fluggeräte. Ach, und... okay. Und was? Wovon redet sie, Flo? Naja, eine Liste mit Leuten, denen ihr heute helfen könnt. Ist das nicht wunderbar? Yes, sehr wunderbar. Yeah. Worauf freust du dich am meisten? Ich freue mich am meisten aufs Fliegen. Auf die Flügel. Auf die Flügel, ich auch. Komm schon, gib sie mir. Gib mir die Fluggeräte, mit denen wir fliegen können als Engel im Himmel. Was ist da drin? Passwort 0000. Flügel! Yes, wir haben Flügel bekommen. Oh mein Gott, sind die riesig. Guck mal, wie groß die sind. Ah, die sind echt gigantisch. Sie hat so kleine, süße Flügel hier hinten. Wir haben so große. Naja. So, dann mal an die Arbeit. Ich muss mich auch noch um die anderen Engel kümmern. Flo? Okay. Hier geht es. Hier geht es. Darüber reden wir nicht. Hier geht es runter zur Erde. Viel Spaß. Naja, ist ja nicht schlimm. Wir sind ja Engel. Als Engel kann man ja gar nicht mehr sterben. Auch wenn man tot ist. So, nice. Alles klar. Oh, was sind da? Flo, nein. Oh Gott. Das sind Haie im Wasser. Oh mein Gott. Warte, was? Das ist ein Okay. Orcas. Dann guck mal auf die Liste, wo wir zuerst hin müssen. Da lande ich auch schon am Strand. Wow. Yes. Oh Gott, ich glaube, ich will gar nicht weg. Wollen wir halt am Strand bleiben? Ja, lass hier bleiben. Voll gute Idee. Wer muss schon Engel sein? Guck mal, ich habe sogar meine Flügel versteckt. Die sieht man gar nicht. Kein Mensch weiß, dass ich ein Engel bin. Oh, und die haben eine richtig nice Yacht da hinten. Guck mal. Die meinst du? Die, ja. Da können wir rauf. Warte, ich muss nur meine Elytra. Ah, meine Flügel. Und? Nein, ich bin im Wasser gelandet. Ich komme nicht raus. Sollte mir irgendjemand helfen, weil hier steht Opa. Wem sollen wir helfen? Wo ist das denn? Wir müssen wir lang gehen. Irgendwo hier am Strand sind, glaube ich, keine. Keine Ahnung. Da vorne. Sind Opas am Strand? Oh. Siehst du irgendjemanden? Wem sollen wir jetzt zuerst helfen? Lies mal vor. Da vorne also ist ein Opa, glaube ich. Wir müssen einem Opa helfen. Das ist erste Person. Okay. Stimmt, die war in Altersheim, oder? Ja, hier stimmt, hier ist das Altersheim. Ist okay. Der Kollege hier? Alter Mann. Ey, Kinder, könnt ihr keinem alten Mann helfen? Kommen Sie her, Herr Doktor, will er denn? Hier. Ich will ins Altersheim meine Geliebte besuchen. Oh, wollen wir ihm über die Straße helfen? Ja, seht ja, zu, dass kein Auto kommt. Ich bin nicht mehr so schnell unterwegs. Oh. Flo schiebt ihn rüber. Ja, komm, nur noch ein kleines Stück. Kommen Sie. Wir haben es gleich geschafft. Yes. Komm, schieb ihn noch ein Stück. Dicker Brocken. Ey, weg da, du Alter. Warte, was? Nein. Oh, oh. Hast du es gesehen? Ich hab's gesehen. Der hat ihn einfach komplett überrollt. Sir, geht's Ihnen gut? Ist alles okay? So, wir müssen einen Arzt rufen. Ich hab mein Bestes gegeben. Er war nicht ganz einfach zu bewegen. Was ist das denn, die Krankenschwester? Ma'am? Hallo? Haben Sie... Ich hab den Unfall gesehen. Der Krankenwagen ist schon unterwegs. Oh Gott. Flo. Oh nein, sie haben den alten Opa überfahren lassen. Schnell Spuren verwischen und weiter zum nächsten, oder? Der war schon tot, wir kamen. Oh, wo geht's jetzt hin?
Warte. Oh, was? 1, 2, 3, 7, 37, ich bin runtergefallen. 38, hier. Ach, sind wir richtig? Genau, ich glaube, das ist das Richtige. 38 okay. Stand hier, oder? Queensbridge. Genau, einem Kind sollen wir helfen. Okay. Okay, dann gehen wir mal rein, oder? Hallo? Hallo, wir sind die Engel. Wir sind die Engel, wir sind hier, um zu helfen. Baby-Engel am helfen. Hallo? Hier ist niemand. Oh, hier ist ein Kamm. Du solltest mal die Haare bürsten. Was bedeutet das? Ja, vielleicht. Du, da ist jemand. Oh, ist das Hallo? Sie? Weiß ich nicht. Hier steht Mädchen. Oh, was? Zum Glück seid ihr da. Oh, nachher ist meine Abschlussprüfung. Und wenn ich nicht bestehe, muss ich bei McDonald's anfangen. Oh. Ah, da haben wir wenigstens schon was zu essen. Hast du immer was zu essen? Das ist doch gar nicht so schlecht eigentlich. Könnt ihr mir helfen, die Prüfung zu bestehen? Klar doch. Flo und ich sind Experten in allem, oder? Ja, A Quadrat, B Quadrat. Also einer von uns kann dir bestimmt helfen. Also ich. Super, danke. Also dann habe ich ein paar Fragen. Okay, schieß los. Wir sind bereit, okay, Flo? Gut. Was passiert, wenn man einen mit Helium gefüllten Ballon ins Weltall schießt? Verliert er nicht irgendwie sein Dings? Und ich dann glaube, er implodiert. Ich bin mir ziemlich sicher, er würde implodieren. Oder würde er explodieren? Fällt er nicht wieder runter? Stimmt, er fällt wieder runter auf die Erde. Ja, er hat recht. Der Aber Ballon explodiert und dann fällt er auf die Erde runter. Nee, ich glaube, der rüstet einfach weiter ins Weltall, oder? Nein, er wird auf die Erde fallen. Sehr interessant, sagt sie. Noch mehr Fragen. Und wie viele Länder gibt es auf der Welt? Alle. Also da gibt es Frankreich, Deutschland, Österreich. Was ist neben Österreich? Das stimmt gar nicht. Es gibt nur Österreich. Österreich ist das einzige Land. Und Spanien. Das heißt, wir haben 5. Nein, es gibt 5 Länder, Flo, nicht nur 1. 5. Es gibt Niederösterreich, Oberösterreich. Wirklich? Das ist ja spannend. Ja, gerne. Kein Problem. Wir sind Experten. Hast du noch mehr Fragen? Und wer hat das Alphabet erfunden? Ich. Die Alphabetina. Du doch nicht, Flo. Was erzählst du? Es soll in den Testen stehen. Die Alphabetina haben das Alphabet erfunden. Kein Problem. Sehr gerne. Wir haben dir gerne geholfen. Oh, wow, echt stark. Danke für eure Hilfe. Jetzt werde ich nachher bestimmt den Test bestehen. Ja, ich dachte, das war schon der Test. Nein, wir haben mir doch nur beigebracht, wie die ganzen Sachen richtig sind. Ich glaube, sie geht jetzt zu ihrer Abschlussprüfung. Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Naja, wir sehen uns bis später. Okay, cool. Gerne geschehen. Denn, wir bringen dich noch mit raus. Komm mit hier. Und wir wünschen dir auch natürlich ganz viel grüne Daumen bei deiner dicke Daumen, keine Ahnung, bei deiner Abschlussprüfung. Auf geht's! Viel Erfolg und alles klar. Okay, Flo, jetzt wer ist jetzt als nächstes dran? Zu einem Restaurant. Flo, ich glaube, da unten ist es! Wow, okay, bin da. Hast du's? Ja, hier ist das Restaurant, glaube ich. 6-Sterne-Restaurant, genau. Heute geschlossen wegen Restauranttestern, die hier zu Besuch sind. Leute, hier hat uns nämlich jetzt ein Koch quasi kontaktiert und gesagt, der braucht unsere Hilfe im Restaurant. Gucken wir mal, oder? Sieht doch eigentlich ganz nice aus alles. Wow, was für Kronleuchter. Schau mal. Richtig ich cool. Ich kann dir Melonen zum Beispiel geben. Nur die haben irgendwie alle leere Teller, oder? Was ist hier los? Geht's denen gut, Mann? Warte, das Essen. Oh, also, bei mir bekommt der Chefkoch jetzt schon einen Sternabzug. Wieso denn das? Ist ja alles okay. Was ist denn los hier? Haben sie alle kein Essen hier, oder was? Ungewöhnlich, dass der Chefkoch so lange mit dem Essen wartet. Was ist denn los hier? Das Essen kommt nicht. Wo bleibt nur das Essen? Komisch, aber so langsam sollte das Menü anfangen. Oh, okay. Was mit dem hier? Habe gehört, es gibt hier kostenloses Essen. Oh Gott, der ist hier, glaube ich, nur um was zu essen zu kriegen. Wo ist er denn? Weiß ich nicht. Hier ist doch überall Essen. Hier sind Karotten und hier ist Speck. Und das weiß ich nicht, was das ist. Und hier ist ein Brot. Brot. Ist doch eigentlich alles da. Hallo? Warte, da hinten sind Köche. Hi, sind Sie der Chefkoch? Wer ist die Chefkoch? Hallo? Oh, gut, dass ihr da seid. Der Chefkoch ist im Hinterzimmer schon am Durchdrehen. Oh, heute Abend sind Restauranttester da, aber der Wein ist alle. Oh. Oh nein. Das ist ja furchtbar, aber was sollen wir jetzt machen? Redet am besten mal mit ihm. Melonsmoothie ist 1000-mal besser. Ich liebe Melonsmoothie. warte, ich glaube, das ist... Gott, der dreht ja echt durch. Hallo, Sir. Wir sind da. Ihre Babyengel sind an Ort und Stelle. Oh, bonjour. Endlich seid ihr da. Ich brauche dringend eure Hilfe. Oh. Ist er Franzose? Und womit? Oder ist er Engländer? Mit ich Wein? Ich weiß nicht. Was können wir denn für sie tun? Ist alles in... Oh, was? Oh. Weinjahrgang 2010. Der Wein ist leer und wir wissen nicht, was zu tun ist. Weinjahrgang 2010. Neun kaufen. 19? Ja. Habt ihr eine Idee? Hast du Geld? Was mit dem hier? Hier ist doch antiker Wein.
Ja, nehmen Sie doch den. Weinjahrgang 1600. Boah, was? 1243? Sehr cool. Nehmen Sie doch ja, den passt hier. Doch. Ja, nehmen Sie den doch. So, da freuen zack. Hier, bitteschön. Dann genau, so einen schönen antiken Wein ist doch lecker. Ist wahrscheinlich teuer, oder? Sicher, dass der noch gut riecht? Ja, ja, lass ihn mal riechen. Ja, das passt schon. Ja, ja, riecht gut, oder? Riech du mal dran? Ja, ja, das wird schon passen. Och, sieh mal, nicht wieg. Was? Was würde ich noch an euch tun? Ah, gar nichts wahrscheinlich. Ja, dafür hat uns gebraucht. Oh, bon, merci. Oui, merci. Was? Okay, gut, alles klar. Ja, dafür hat uns gebraucht. Wir haben uns ein Wein gerochen. Ja gut, dann gibt er jetzt wahrscheinlich die Gäste hier den Wein und er kann das Menü starten. Ja, mega nice, oder? Yeah! Ich glaube, wir haben heute richtig viel Gutes getan. Die Frage ist so, wie kommen wir jetzt zurück in den Himmel? Wir müssen ja irgendwie nach oben fliegen, oder? Können wir sterben? Nee. Weiß ich nicht. Oh, McDonald's! Ich hab Hunger! Yes! Warte mal, ist das nicht das Mädchen von vorhin? Hi! Stimmt! Teller waschen bei McDonald's. Oh, hallo, eure Bestellung bitte. Ich hab jetzt nicht geschafft. Oh nein. Haben wir hier die Antworten falsch gesagt? Haben wir irgendwas falsch gemacht? Oh oh. Ich glaube, das war nicht richtig, was ich ihr gesagt habe. Oh nein, jetzt muss sie bei McDonald's arbeiten, ihr Leben lang. Oh oh. McCheesy? Oh, das ist McCheesy, das ist nicht McDonald's. Ja, McCheesy ist in Ordnung. Ein Burger bitte. Was ist hier passiert? Warte, was? Null Sterne für das Restaurant? Was? Alle hier vergiftet. Dem Anschein nach haben sie einen sehr schlechten Wein getrunken. damit haben wir nichts zu tun. Weiter geht, weiter geht. Hier gibt's nichts zu sehen. Wir haben ihn ja nicht ausgetragen, den Wein. Alles Weicheier. Weiß gar nicht, was die alle haben. Ja, siehst du, dem geht's doch gut. Der Wein, der hatte nichts. Oh. Die haben wahrscheinlich nur irgendwas anderes. Keine Ahnung. Oh nein. Ah, Hüftbruch. Das wird eine Weile dauern. Aber es war nicht unsere Schuld. Irgendwie schon. Wir haben ihm ja über die Straße geholfen. Gut, dass die Krankenschwester so hübsch ist. Oh ja, der hat einen neuen gefunden. Okay, scheint alles gut zu sein. War das nicht der Koch? Ich habe mein Restaurant verloren, ihr Monster. Oh nein, Flo, lauf. Nein, wir müssen ab in den Himmel. Ah! Schnell wieder zurück in den Himmel. Oh, wir sind in Sicherheit. Der Himmel. Endlich. Yes, wir sind, da. Ich bin auch glücklich geflogen. Ja, nice, alles klar. Da sind unsere Betten. Oh, das ist doch schön. Okay, es war ein interessanter Tag. Wir waren jetzt nicht so erfolgreich, aber hey, ist doch gar nicht so schlimm. Warte, da ist die Engelin. Hallo. Ihr, was? Was sagt sie, Flo? Sie sagt, verschwindet. Verschwindet? Wieso das denn? Nach der Sauerei, die ihr auf Erden angerichtet habt, wie wagt ihr es überhaupt, hier wieder herzukommen? Hey, das war nicht mal alles wir. Wir haben gar nichts. Was? Macht, dass ihr wegkommt! Was? Nein! Ah! Aua! Nein! Nein! Ich muss meine Flügel abgeben! Ah! Ich hab keine Raketen mehr. Oh nein! Ab ins Wasser mit uns! Leute, ich würde sagen, das war's hier mit unserem kleinen Tag als Engel. Oh Gott, hier sind Wale, keine Delfine. Bisschen gruselig. Okay, Leute, lasst ein Like, damit es euch gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und hasta la pasta!